Freunde! Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und heute mit dabei der gute Kevin und Mr. Ananas. Was? Was? Ja. Ja. Auf jeden Fall habe ich wieder japanische Süßigkeiten am Start. Diesmal sind es noch die letzten zwei Boxen, die uns übrig geblieben sind. Und dann gucken wir mal, ob wir das Format in der Zukunft noch fortführen. Wenn wir das machen sollen, dann zeigt es mal mit dem Daumen nach oben. Ja, mindestens mal mit 16.000. Ja. Mindestens. Das wird nie wieder passieren, dieses Format auf dieses Kanal. Also doch. Nein, so, wir machen es einfacher. 1800 Abonnenten, mindestens 180 Likes müssen es sein. Okay, das ist ein Deal. Das 10% ein Deal. Von Abonnenten als Like. Dann, okay. dann ganz lange rumgeschnackt und gleich was gegessen. Ja, Mann, mit was fangen wir an? Ich bin dafür. Ich weiß nicht, was es ist, aber ich bin dafür. Ich will eh alles essen. Sieht aus wie ein Brötchen einfach. Ja, es sieht aus wie ein japanisches Brötchen. Mit. Und da sind drei Stück drin. Ah, okay. Wahrscheinlich ist es einfach nur so Kaugummi in der Form von Brötchen. Blödchen. Nee, ist. Ja? Keks. Keks oder du? Boah, der riecht aber mega. Krass. Oh, der riecht auch, oder? Oh, der riecht echt geil. Hä? Ja, 3, 2, 1. Boah, ja! Da ist noch eine Füllung drin. Das müsste Schokolade sein. Mhm. Oder? Weil ich hab ein bisschen immer Angst. Achso. Bei so Füllungen. Ich dachte auch, ist eine Bohnenpaste, aber. Boah, der ist lecker. Das sieht halt nach Schokolade. Schmeckt eher nach Schokolade. Schatz, willst du auch? Kein Schokolade. Das ist echt mega lecker. Also würde ich empfehlen zu probieren. Keine Arme, keine Kekse. Was? Warum? Keine Arme mehr? Kein Kekse. Weiter geht's. Dann such du dir mal was aus, Kevin. Das hier, weil wir sind bei Gebäck. Und das sieht aus wie eine... Zitronenrolle. Mhm. Also hast du vorher abgefilmt, ne? Mhm. So wie du mich gestern Abend in Unterwäsche abgefilmt hast. Ey, das ist Unterwäsche? Ich nicht. Also ich habe zumindest geschlafen, aber ich... Ah! Yalpanel, wieso du machst ja immer so gute Verpackung? Du laufen Schelle? Wirklich wahr? Lol, das ist ja der größte Scam ever. Was ist das übel? Alter. Das sieht aber aus wie so eine kleine Mini-Frühlingsrolle. Dafür ist ungefähr das 16-fache an Verpackung am Start. Frühlingsrolle? Ne, das ist ein gutes Mittelstück. Danke. Aber die riecht aber lecker. Ja. Nach Vanille. Zitronenrolle. Ganz ehrlich, es ist einfach so eine komische Zitronenrolle, die man bloß kauft. Nein. Deswegen sind die Japaner nicht fett, weil die nicht so eine große Zitronenrolle nehmen, sondern so eine kleine. Und das kostet dann dasselbe Geld dafür. Und dann ist mit der ganzen Familie. Aber das ist unnormal lecker. Ich weiß gar nicht, was das ist, ob das Vanille ist oder nicht. Ja, Vanille. Einfach so eine Milchcreme. Geschmack. Milchcreme, aber das so Milch, Vanille im nächsten. Könnte, aber das könnte man in Deutschland auch so kaufen. Ja. Das ist jetzt nicht so ja. Special. Wisst ihr, worüber ich nachgedacht habe, weil die Lisa mich drauf gebracht hat? Dass man, Himalaya. Dass es echt krass ist, dass man heutzutage einkaufen geht und da sind Kekse mit Buttergeschmack. Und so sagt, okay, Alter, da ist nicht mal Butter drin, es ist nur mit Buttergeschmack. Du kaufst es mit Buttergeschmack. Und es ist so voll normal so. Und wir denken so die ganze Zeit, da ist Butter drin, weil ich stirb Butter. Ja. Machi, Machi! Das ist bei Gedanken. Ja, achso, das war ein Rap. Darf ich eher aussuchen als nächstes? Ist mir doch egal, ich hab mir das gesagt. Hätte ich den Kanal übernommen. Hallo, willkommen zu der Kevin. Ja. Ah. Willkommen zu der Kevin. Also, das Gute alle ist, es ist ein kleines Stäbchen dabei. Gut, brauche ich gerade. Hey! Damit spießt man sich hier mal auf, dann drückt man sich hier was raus. Ist das nicht das? Hallo, was man... du kannst doch nicht falsch essen. Hallo? Hä, hey, aber warte mal, gibt's das nicht bei Breaking Bad auch? Okay, es reicht. Es riecht, warte. Ich wette, dass Methol drin. Das sieht gar nicht so. Es ist bestimmt Methol drin. Ich hält mich an was. Eisgletscherbonbons. Nee, schon weiche Bonbons gibt's in der Art. Eisgletscherbonbons. Boah, aber die Konsistenz ist moiger. Moiger? Ja, ich hab Six-Gurt. Ey, wie lange ist das her, dass wir zusammen japanische Süßigkeiten gegessen haben, seit wir in Japan waren? Nee, ich hab vor kurzem mit dir noch was. Jedenfalls, das ist eine wunderschöne Überleitung auf alle Japan-Vlogs, die sind jetzt oben verlinkt. Man muss aber auch mal wirklich sagen, wir in Deutschland versuchen so viel Plastik einzusparen, ne? Ich glaube, ja. Japan sind die Nächsten, die das mal machen. Das sagt jeder, der mit dem ich das Format macht, so Japan, Verpackung, kennt ihr auch. Nein, die machen es einfach, die machen eine Verpackung. In der Verpackung ist eine Verpackung und da drin sind alle Sachen einzeln. Wir haben eine Verpackung für eine Verpackung. Was haben wir jetzt essen? Hier halt auch. Ja, das ist das gleiche, nur in Orange. Würde ich vermuten. Aber ich würde sagen, Matschi Matschi. Alter Leute, ihr habt zu viel Gewitter im Kopf geschaut.
Nein! Ich war schon immer so. Nein! Das ist echt das gleiche. Nur anders verpackt. Und wahrscheinlich mit Orangengeschmack, weil da ist eine Orange drauf. Oh, I. Das ist richtig Chemie. Das finde ich riecht nach gar nichts irgendwie, das Blaue. Hä? Hey, Moment. Ich hab schon einen Mund. That's what she said. Das ist echt eklig. Das hat echt einen komischen Geruch. Lustig, Fun Fact, das Blaue, was nach Chemie schmeckt, schmeckt weniger nach Chemie, als das, was nach Orange schmecken soll. Das schmeckt echt einfach nach Zucker. Weißt du, wie das schmeckt? Wie Mau am Orange. Ja, aber wie ein schlechtes Mau am Orange. Wie ein schlechtes Mau am Orange. Ja, also bis jetzt hat es mir richtig gut gefallen, auf jeden Fall. Ja, bis jetzt würde ich immer noch deutsche Süßigkeiten. Also das Einzige, was ich besser fand bis jetzt, war der Keks, der Rest so. Der Keks war mega. Ich bin auf die Chips hier sehr gespannt. Alter, ich werde jetzt mit euch, das hier wird euch richtig, weil da ist Traube drin. Traube in jeder Straße. Traube meine, nur auf Terrasse. Alter, Juju. Sieht ein bisschen aus wie so eine Stimme. Wir wollen alle Schwarze vom Schulsystem festhalten. Machen wir Bleistifte mit Traube. Sieht aus wie Bum-Bum und schmeckt wahrscheinlich am Ende wie... Ich mag eigentlich keine Traubensüßigkeiten mehr. Echt? Immer so komisch. Boah, riech mal dran. Genau so wie die riechen, so schmecken die auch. Nee, das schmeckt nicht. Geht. Boah, nee, das ist diese Traube. Das schmeckt nicht nach Traube. Das schmeckt echt eine Traube. Wisst ihr auch, was eine Traube ist? Das ist so wie Tomatensauce. Das schmeckt Tomaten gar nicht nach Ketchup. Boah, nee, ekelhaft. Ich hasse diesen Geschmack. Ja, ich find's sehr geil. Tut mir leid. Das find's sehr geil. Boah, nee. Wie alle Traubensüßigkeiten, die wir aus den Jahren gekauft haben. Ja. Hey, warum ist der Rest noch da? Darf ich einen haben? Ja. Geht auf draußen. Das wollte der Kevin unbedingt. Das könnt ihr euch zwei teilen. Das darfst du alleine. Das ist 100% Kaugummi. Und da ist ein Sticker mit drin. Und das könnte sein. Ein Tattoo? Oh, nein, das ist Schatz. Darf ich ein Pokémon-Tattoo haben? Ja, das ist schon eins. Du hast doch mich. Geil. Und da ist wirklich noch was drin. Aber. Ah! Das sind zwei. Schon voll auf dem Format gehabt, Leute. Nee, nee, das ist ein Kaugummi, aber ich mag kein Kaugummi. Haben wir leider. Das ist ein Kaugummi, ist lustig, was auch mag. Ja, dann ist es ein Kaugummi. Ich denke, das ist auch Kaugummi. Aber es sieht nach Lakritz aus. Und Jasnero hat gesagt im letzten Video. Ja. Alter, es ist nicht schlimm. Wenn man Kaugummi runterschluckt, ist ein Irrglaube. Ja, weiß ich. Ist das so? Also. Jetzt mache ich das nächste auf, weil das sieht aus wie Kaugummi, aber in schwarz. Ja, das schmeckt geil. Aber es ist blau. Das erinnert mich halt an meine Kindheit. Noch mehr blaue Chemie, Kacke. Das erinnert mich halt auch noch aus der Kindheit. Ja, nimm, beides. Ja, wie diese Billig-Kaugummis halt. Ja, diese Billig-Kaugummis, die es immer gab für 5 Pfennig. Es ist doch ein Kaugummi. Ja. Hab ich doch gesagt. Okay, aber ich muss das jetzt wieder ausspucken, weil ich werde noch andere Sachen essen. Ja, den blauen Kaugummi zum Beispiel. Der blaue Kaugummi, das schmeckt nach Mett. An sich, das sind einfach so Gummibärchen von irgendeiner Billigmarke. Boah, der blaue. Warte mal. Okay. Kamune. Kamune-Geschmack. Jetzt kommt der Geschmack kommt erst später richtig, aber am Anfang also so wie Sonnencreme im Mund nehmen soll. Ja, ich glaube, eure Zunge wird blau davon. Ja, ich würde sie. Ja. Ja. Haben wir einen Kuss? Nein. Nein. Wir geben einen Kuss. Ich habe keine blaue Zunge, kriege ich einen. Wir sind so armselig als Unterkuss. Als Unterkuss. Ehre genommen. So. Ey, aber der Kaugummi war sehr lecker, verdammt. Der erste, der hier ist noch, das war in der Tat. Nein, nein. Der ist geil, geil leer. Tschüss. Der ist geil. Hallo, du kannst auch nicht wegschmeißen, weil ich wollte den später noch kauen. Ja. Schmeiß einfach den rein. Der hat nur ein bisschen meinen gerührt. Okay. Let's go, Pikachu. Weiter geht's. Was haben wir? Einfach nur Gummibärchen. Gummibär. Eine andere Marke. Kupfern hier und dort und überall. Das ist der russische Gummibär. Ich hab noch Traube gefunden. Nee, das ist der japanische. Hier nehmen wir einfach so raus. Das ist ein größerer Gummibär. Oh. Ganz kurze Abstimmung in den Kommentaren. Gummibären. Es gibt die ganz normalen Gummibären, die Standard von Haribo. Und es gibt diese weichen Gummibären. Ja, die billigen halt in Aldi oder so. Diese Tee. Wie heißen die denn? Die heißen. Es gibt einige. Dieses, nicht die Saftgummibären, die gibt's auch. Diese Trolli. Diese Trolli-Gummibären. Bitte abstimmen. Machen wir mal hier so eine Abstimmung oben bei dem i. Was findet ihr besser, die normalen Gummibären oder diese komischen Trolli-Gummibärchen? Alter, nichts gegen Trolli. Das kommt aus meiner Region. Bist du Trolli-Fan von den Standard-Goldbären? Mehr als von den Trolli-Sachen. Also ich alle Sachen wären Trolli viel besser. Ich finde alle Trolli-Sachen echt. Boah, Alter, saure Würmer, Alter, wie cool.
Ich mache aber lieber von Haribo die Balla Balla. Boah, auch sehr geil. Und lecker. Ja, ist lecker. Aber die schmecken eigentlich Gummibär. So wie die Weichen. Also, nicht, also die fühlen sich an wie die Weichen, schmecken aber wie die Haribo. Wie die Deutschen. Ja, guter Trolli. Wusstet ihr, dass Haribo sein Rezept ändern musste? Warum? Weil die jetzt auch in der Türkei und Arabien... Also, ja. Arabien. Arabien. Und die, ja, die haben jetzt welche gemacht, die Haram sind so. Die, also, die gibt es aber schon Schillen. Nicht ja. Haram. Halal. Haram Halal. Ist nichts gut. Halal. 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 Halal sind die jetzt, weil die haben die Gelatine sozusagen rausgemacht. Die gab es schon früher. Waren aber immer viel kleinere Päckchen. Ja, genau. Die Mücke. Darum ist die Mücke, darum ist die Mücke, darum ist die Mücke. Nein, 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 nein. Vorsicht, Vorsicht. Das ist Malario. Ja, dich da oben. So, weiter. Noch einer, das letzte Gummibärchen? Nein. Nein, das darfst du dir intravenös einführen. Also den nehmen wir auch zum Schluss auf den Siegel. Das hier ist, glaube ich, einfach. Also, die habe ich schon in verschiedenen Varianten mit Kakao und so gehabt. Die sind einfach richtig mega lecker. Boah, riecht richtig gut, aber nicht nach Matcha. Doch ein bisschen. Boah, doch, die riechen diese Süßigkeiten nicht immer noch von Japan, aus ja. Japan. Ja. Ich finde, das riecht nicht nach Matcha. Naja. Mein Mund ist schon weg jetzt von dem ganzen anderen süßen Zeug. Ey, ohne Witz, es gibt dasselbe in Deutschland, 1:1. Das sind, so wie Popcorn sieht das aus, mhm. Und es schmeckt 1:1 genauso wie das da. Mhm. Die gibt es auch in so länglichen Formen. Mhm. Das ist so. Waffeln mit Schaumstoff? Nein, nein. Nein, das sieht 1:1 einfach aus, so wie diese, so wie Stäbchen. Wie weiße Schokolade, weiße Schokolade. Aber es gibt halt wirklich 1:1 genau dasselbe in Deutschland. Auch in grün? Nein, ich denke, doch, das ist verschieden, habe ich einfach. Das sind so längliche Dinge. So, kann man die beschreiben? Boah, nee. So. Ich mag nichts so. Mit Matcha. Matcha-Süßigkeiten sind immer in die Mais, ist auf jeden Fall Mais-Snack. Ja. Leute, Seeigel-Chips oder was? Und wir haben erst vor kurzem gesehen bei unserem Planet über Seeigel, dass die von also Otter Seeigel essen. Otter waren das, ne, die Seeigel essen. Aber echt? Klimawandel und alles wird kaputt und die Otter sind nicht mehr da und die Seeigel vermehren sich und die Seeigel fressen das Seegras und das Seegras ist dafür da, dass das CO2 besser verarbeitet wird. Marsch, Leute. Mehr Otter, ich bin für mehr Otter. Auch für mehr Otter. Leute, das mehr ist Otter und weniger Klimawandel, bitte. Warum wir Seeigelchips haben? Die wussten nicht mehr, wohin damit. Japaner, die. So, Leute, wir haben so viele Seeigel. Sind dann Japaner quasi die Otter der Menschen? Ja. Die sind auf jeden Fall genauso süß. Ja, aber essen dafür alles, was sich bewegt, wenn es drauf ankommt. Und vor allem alles, was im Wasser ist. Stimmt. So schmeißen Menschen ins Wasser. Essig. Das ist Sojasauce fast. Weißt du, wie haben wir ihn zubereitet? Wir haben einen Chefkoch dafür. Oh, Sashimi, Mensch, Sashimi, Alter. Oh, ich küsse ihn aus dem Mund. Boah, hast du hast doch trainiert, genau für diesen Moment. Kevin, los. Kevin. Hat's geschafft. Aber, ui. Boah, die riechen. Hat sich jemand von euch jemals gefragt, wie Menschenfleisch schmeckt? Ja, wie Hühnchen sagt man. Sagt man, aber man sagt, dass alles wie Hühnchen schmeckt. Bruder, muss ganz dringend los. Auf meinem. Auf meinem Pedalo, Alter, aber. Das ist auf jeden Fall der Titel dieses Videos: Seeigel Chips, Alter. Boah, die schmecken. Wie Fischfutter. Kennt ihr dieses Fischfutter? Ja. Wie Fischfutter in so Teig. Aber noch schlimmer. Die Richtung ist die, aber noch schlimmer. Oh, okay, komm, lass das essen. Also, du dafür stehst. Wie witzig, warte, ganz geraspelte Hornhaut auf meiner Bolognese. Leute, die sind bis zum 19.12.01 haltbar. Was? Nein, das ist amerikanisch. Bis 2019.12.01. Ja, also noch. Ich dachte, bis 2021. Wie kürzen das jetzt? Jeder probiert gleichzeitig. Gar keinen Sinn. Oh Gott, Kevin. Kevin, mach hier diese Dummheit. Und? Los? Sanichi. Nach Sushi. Hey, ich finde die schmecken ungefähr so wie die riechen, nur nicht ganz so intensiv. Ja. Ich habe mich an Sushi. Übel lecker. Kevin ist das, wir essen das Matcha-Zeug. Voll geil. Hier, nimm ein bisschen Chemie dazu. Aber so sieht ein Seeigel von innen aus?
Echt? Sieht er aus wie eine Mandarine von innen? Kann schon sein. Oder das ist eine weiß. Frucht. Und wir sind voll. Nein, das ist Seeigel. Safe ist das Seeigel. Seeigel ist normalerweise weiß von innen, aber kann sein, dass er so zubereitet oder so. Sieht aus wie paniert oder so. Sieht aus wie Seezunge. Ein Bild. Ja, kann man machen. Dann vielen Dank, dass ihr mit am Start wart. Das war's jetzt schon von unseren Süßigkeiten. Wir haben alles aufgegessen. War mehr schlecht als recht irgendwie. Also meine Meinung nach waren es die zwei schlechtesten Boxen, die du je hattest. Ja, echt, ohne Witz. Siegel geht. Und wenn es euch gefallen hat, vergesst nicht, ab 160 Daumen nach oben machen wir das Format 180. Weiter. 180? 180. Ja. 10% von deinen? 10%? Das Abonnenten. Sind natürlich 21. Ich mache coole Sachen auf Instagram, folgt mir da. Mhm. Und der sieht hübsch aus, nicht vergessen. Das stimmt. Wir haben ein geiles Zorro-Cosplay gemacht heute. Mega geiles Zorro-Cosplay. Genau, schaut euch die Fotos an mit dem Zorro-Cosplay. Komm bald. Bester Zorro-Cosplayer. Castle West. Ja. In diesem Sinne, Leute. Und Miss Ananas hat auch einen Kanal, da macht er nichts. Also ich habe richtig gute YouTuber auf jeden Fall am Start in meinen Videos. Haut rein. Aber hat sehr viel Spaß gemacht, danke. Sayonara, ciao. Können wir noch hier so eine Fernsehabmoderation machen? Und mit diesen Worten verabschieden wir uns von euch. Einen wunderschönen Abend, wünscht euer Baumi-Team.